Ein Wiederaufflammen des seit der Trump-Administration bestehenden Handelskonflikts zwischen China und der USA sorgte in jüngster Vergangenheit wieder für Unruhen auf dem Kottenmarkt. Die USA, die warf der Volksrepublik unlautere Handelspraktiken vor. Hinzu kamen Vorwürfe der Völkerrechtsverletzung. Der Baumwollkurs, der ging erstmal wieder auf Talfahrt. Was war passiert und wie geht es jetzt mit diesem flauschigen Rohstoff weiter? Gleich erfährst du's. Der Cotton-Future auf Talfahrt? Cotton musste, wie alle anderen Rohstoffe an den Future-Märkten, infolge der Corona-Krise im März 2020 empfindliche Kurseinbußen hinnehmen. Der weltweite Verbrauch im Jahr 2020, der wurde durch Covid-19 eben dramatisch beeinflusst. Die Verbrauchernachfrage, die schrumpfte um fast 20%. Das Handelsvolumen wurde um fast 10% reduziert. Die Welt- und die US-Preise, die fielen im ersten Quartal 2020 sehr stark aufgrund von Bedenken über die Auswirkungen von Covid-19 und großer globaler Lagerbestände. Am 1. April 2020, da markierte der Cotton Future mit 53,86 seinen tiefsten Stand seit 10 Jahren. Zur Jahresmitte, da erholten sich die Preise jedoch, unterstützt aber auch durch steigende Preise für andere Rohstoffe. Baumwolle ist eine teure Kulturpflanze. Ihr Anbau ist sehr arbeitsintensiv und im hohen Maße mit dem Einsatz von Maschinen und Fahrzeugen verbunden. Steigende Energiekosten zum Beispiel, die schlagen sich in einem steigenden Preis des Rohstoffs nieder. Cotton beendete das Jahr schließlich auf einem Zwei-Jahres-Hoch. Zwischen April 2020 und Februar 2021, da konnte der Rohstoff um 55% zulegen. Am 25. Februar 2021, da bildete der Kurs ein neues Hoch bei 96,22 aus. Prognosen des US-Landwirtschaftsministeriums, der USDA, sagten für 2021 das größte Baumwollexportjahr seit 2012 voraus. Dennoch kam der Einbruch. Der Cotton Future, der beendete den Monat März mit einem Minus von 12% und schloss am 26.03. bei 81,41. Was war passiert? Der alte Handelsstreit zwischen USA und China war wieder aufgeflammt. Die USA, die wirft China unfaire Handelspraktiken vor. Außerdem bezichtigt sie die Volksrepublik der Menschenrechtsverletzung. In der Provinz Xinjiang im Nordwesten Chinas, da werden auf den Baumwollfeldern Zwangsarbeiter und Kinder zur Ernte eingesetzt. In Xinjiang, da werden 87% der chinesischen Baumwolle angebaut. Das entspricht etwa 20% der globalen Produktion. Die Krise verschärfte sich, als die Behörden der Region Xinjiang mit westlichen Sanktionen belegt wurden. China antwortete mit Boykottaufrufen westlicher Firmen, was unter anderem dann Nike, Adidas und H&M zu spüren bekam. Wie geht es jetzt am Cottonmarkt weiter? Bei dem Einbruch, da dürfte es sich um ein vorübergehendes Phänomen handeln. Die Nachfrage an den Weltmärkten, die ist stark und hat sich auch in den letzten Monaten erneut erhöht. Doch können die Erzeugerländer diese Nachfrage auf Dauer auch befriedigen? Schauen wir uns dazu die 10 größten Baumwollproduzenten an. Die 4 großen, also China, Indien, USA und Brasilien, die produzieren gemeinsam rund 75% der Weltproduktion. Nun kommt allerdings hinzu, dass die weltweite Baumwollproduktion schweren Zeiten entgegensieht. Baumwolle ist eine Pflanze, die zwar heißes Klima liebt, denn Frost bringt die Pflanze um, die aber extrem viel Wasser benötigt. Die Dürre in den Vereinigten Staaten sowie eine Verschlechterung der Anbaubedingungen in Brasilien, den beiden größten Baumwollexportnationen, zusammen rund 60% der Exporte, die lassen die Ernteaussichten schrumpfen. Dies würde natürlich eine Verringerung der Warenströme nach sich ziehen. Zwar erklärt China, dass es seine Baumwollproduktion steigern wird, doch wie die Grafik zeigt, produziert China fast ausschließlich für den eigenen Bedarf und für die eigenen Reserven. Es kann also auf keinen Fall in die Reihe der Exportnationen eingereiht werden. Die Baumwollproduktion kann mit der Nachfrage nicht Schritt halten. Auch in den anderen großen Erzeugernationen, da geht man von geringeren Erträgen aus. Das USDA hat eine Schätzung veröffentlicht, der zufolge die weltweite Baumwollproduktion 2021 rund 7% unter dem des Vorjahres liegt. Dies würde die schlechteste Ernte seit 4 Jahren bedeuten. Der Chart zeigt die Schätzung der USDA bezüglich der Veränderung der Ernteerträge im Erntejahr 2020 und 2021 im Vergleich zum Vorjahr. Die Einheit ist in Millionen Ballen und ein Ballen, der hat ungefähr 480 Pfund und damit 218 Kilogramm. Die derzeitigen Baumwollvorräte, die werden aufgrund dieser Prognosen um rund 4% sinken, glaubt man dem USDA. Dies würde einen weiteren Anstieg der Baumwollpreise am Weltmarkt begünstigen. Die Nachfrage nach Baumwolle, die wird ansteigen. Das Angebot auf dem Weltmarkt wird sich aber auf absehbare Zeit verringern. Ja, dies wird zwangsläufig dann auch ein Anwachsen der Preise zur Folge haben. Jetzt also in den Baumwollmarkt einsteigen? In der Tat haben wir bei der Auswertung der COT-Reports ein Longsignal ermittelt. Die Commercials, die seit Beginn der Pandemie Short-Positionen aufgebaut haben, die haben ihre Einstellung zum Markt nun offensichtlich überdacht und bauen diese vorsichtig wieder ab. Der Commercial Index, der bewegt sich in die Kaufzone und der Kurs selbst, nachdem es im Mai noch einmal einen Rücksetzer bis auf 81,50 gab, der konsolidiert im Moment seitwärts. Dabei muss jedoch gesagt werden, dass der COT-Report kein Timing-Tool ist. Ein entstehendes Signal heißt nicht, dass man jetzt sofort in den Markt geht. Es müssen weitere Bedingungen erfüllt sein, ehe wir einen konkreten Einstieg dann auch ins Auge fassen.
Wir werden den Markt in den nächsten Tagen und auch vielleicht in den nächsten Wochen weiter beobachten. Und wenn sich denn ein Einstiegspattern für uns bilden sollte, ja, dann werden wir natürlich auch bei dieser Party dabei sein. Und du erfährst es als Mitglied unserer Trading-Gruppe aus erster Hand, denn dort veröffentlichen wir ja auch unsere Handelsentscheidung, bevor wir den Trade dann tatsächlich eingehen. Wie siehst du die Situation am Kottenmarkt? Schreib es mir gerne mal unter das Video. Ja, als Anerkennung, da würde ich mich natürlich über einen Daumen und auch über ein Abo freuen. Vielen Dank dafür. Nun wünsche ich dir erstmal eine erfolgreiche Woche und sende dir beste Grüße. Dein Alex von InsiderWeek. Wenn du hier klickst, da kannst du unser letztes Performance-Video sehen. Direkt darunter, da findest du unsere Ausbildungsvideos. Und hier rechts, da kannst du den Kanal abonnieren. Bitte erst abonnieren, dann zum nächsten Video. Viel Spaß!